Dann haben wir den Tagesordnungspunkt 13 aufzurufen. Antrag der Abg. Dr. Sommer, Alex Decker, Di Benedetto, Gnadl, Merz-Roth, SPD und Fraktion betreffend angepasste Verordnung für Betreuungs- und Entlastungsleistungen sofort vorlegen, Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen Hilfe zukommen lassen. Das ist die Drucksache 19-4655. Und wir rufen dazu auf, Punkt 65, den Dringlichkeitsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend Verordnung zur Unterstützungsleistung im Alltag. Die Drucksache gibt es nicht. 4957. Vielen Dank. Redezeit vereinbart, 5 Minuten pro Fraktion. Frau Kollegin Sommer, Sie haben das Wort. Meine werten Kolleginnen und Kollegen, alle Pflegebedürftigen haben einen Anspruch auf zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen in Form von Unterstützung und Begleitung im Alltag sowie im Haushalt und bei der hauswirtschaftlichen Versorgung. Das seit dem 01.01.2015 in der Höhe von 104 € pro Monat durch das Pflegestärkungsgesetz. Seit dem 01.01.2017 gab es eine Erhöhung auf 125 € monatlich des Entlastungsbetrages. Und er ersetzt die bisherigen zusätzlichen Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach § 45b SGB XI. Das Bundesgesetz, meine Damen und Herren, hat die Regelung für diese Leistung auf Landesebene delegiert. Aber Sie haben die bestehenden Rechtsverordnungen noch nicht an die Gesetzesänderung angepasst. Sie, Herr Grüttner, hielten eine Anpassung der Ausführungsverordnung nicht für notwendig, so Ihre Aussagen im Ausschuss und auch in der Beantwortung des Berichtsantrags. Hessen also hat eine solche Verordnung bisher nicht erlassen, sodass nur bereits anerkannte Pflegedienste die Betreuungs- und Entlastungsleistung durchführen können. Und die Liste der zugelassenen Leistungserbringer, die haben wir bei der Beantwortung des Berichtsantrags im Juni 2016 gesehen. Und die zeigt, dass es 319 Anbieter gibt, aber nur 7 von diesen 319 bieten Entlastungsleistungen an. 4 von den 7 befinden sich in Marburg. Das heißt, für den Rest von Hessen bleiben 3 übrig. Im Dezember berichtete Herr Minister im Ausschuss, dass es mittlerweile 10 Anbieter sind. Vielleicht können Sie ja etwas zu den aktuellen Zahlen sagen. Das würde uns sehr interessieren. Festzuhalten ist aber, es gibt zu wenige. Und das ist auch die Rückmeldung aus der Praxis, meine Damen und Herren. Die Betroffenen finden nicht die entsprechenden Angebote, weil der Anspruch, der originäre Anspruch der Entlastungsleistung in Hessen nicht geltend gemacht werden kann. Das heißt, wir brauchen nicht nur die in Ihrer Regierungsrede angesprochenen Entlastung durch die ehrenamtlichen Pflegebegleiter und die Charta für Vereinbarkeit von Beruf und Pflege, die natürlich wichtig sind. Wir brauchen dringend die Anpassung der Ausführungsverordnung, denn die Menschen brauchen diese Hilfe und diese Entlastung, meine Damen und Herren. Daher noch einmal. Die Hessische Landesregierung hat bisher versäumt, eine Verordnung zu erlassen, obwohl die entsprechende bundesgesetzliche Vorschrift seit über 2 Jahren in Kraft ist. Herr Grüttner, und bitte schieben Sie es nicht weiter, da haben wir ja öfters einmal diskutiert, auf die Krankenkassen. Die warten nämlich auch auf diese Verordnung, weil sie nur dann die Rahmenvereinbarung ausgestalten können. Andere Länder sind hier schon wesentlich weiter. Und auch der VdK, das wissen Sie, fordert dies. Ich weiß, dass Karl Winfried Seif dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration vor langer Zeit die Verordnung eines anderen Bundeslandes vorgelegt hat, mit der Bitte, das auch umzusetzen. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie diesem Wunsch gefolgt wären. Das wäre ein wirklich wertvolles Abschiedsgeschenk für den geschiedenen Landesvorsitzenden des VdK Hessen-Thüringen gewesen und für alle Pflegebedürftigen und Angehörigen. Schade, dass Sie das verpasst haben. So ist der Zugang weiter für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen zu Unterstützungsleistungen weiterhin erschwert. Sie aber brauchen genau diese Entlastung. CDU und GRÜNE haben heute Morgen
einen dringlichen Entschließungsantrag eingebracht. Sie hätten das schon früher machen können, denn der Berichtsantrag stammt aus Februar 2016. Unser Antrag von März 2017. Trotzdem ist es schön, dass Sie das erkannt haben. Jetzt liegt es an der Landesregierung. Handeln Sie nun nach endlich 2,5 Jahren und erlassen Sie die Verordnung umgehend, damit den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen geholfen werden kann. Herzlichen Dank. Das Wort hat Frau Kollegin Erfurth für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ja, Pflege ist ein großes sozialpolitisches Thema. Wir haben es in der Regierungserklärung auch ansatzweise diskutiert. Manchmal müssten wir uns auch pflegen. Heute Abend wäre es vielleicht auch ein bisschen erforderlich, dass wir ein bisschen mehr auf uns selber achten. Aber wir haben natürlich den gemeinsamen Wunsch, dass die Menschen, die verstärkter Unterstützung bedürfen, diese auch bekommen. Wir alle wissen, viele Menschen würden gerne auch im Alter und wenn sie zunehmend pflegebedürftig werden, auch gerne zu Hause bleiben und brauchen dafür Unterstützung. Das ist völlig unbestritten. Es muss auch über die, ich sage mal, medizinisch initiierte Pflege ein Stück weit hinausgehen. Die Körperpflege, das haben Sie ja gar nicht angesprochen, das wird ja erbracht über die Pflegestufen und Pflegeleistungen. Hier geht es jetzt um die sogenannte hauswirtschaftliche Pflege, also ganz einfache Dinge wie Einkaufen, Fußboden wischen und Sonstiges, was eben im Haushalt anfällt. Dafür gibt es einen extra Pflegebetrag, der eben auch bisher schon war. Das sind diese berühmten 104 €, die Sie angesprochen haben, und der jetzt zum Glück aufgestockt worden ist über das Pflegestärkungsgesetz, was im Bund verabschiedet worden ist und was auch besonders demenziell erkrankten Menschen helfen soll. Das ist sozusagen der Rechtsrahmen, in dem wir uns bewegen. Und es ist gut, dass es diesen Betrag gibt. Ich muss Ihnen ein Stück weit widersprechen, Frau Kollegin Dr. Sommer. Es ist nicht so, dass man an diese Hilfe nicht drankommt. Also, das ist jetzt nicht so. Und es ist auch nicht so, dass aufgrund dieser wenigen Anbieter, die Sie genannt haben, in ganz Hessen da Notstand wäre. Also, ich selbst habe in der eigenen Familie diese Leistungen beantragt. Ich stimme Ihnen zu, es gibt nur wenige Anbieter, auf die man sich dann, die man dann in Anspruch nehmen kann. Die gibt es aber in ganz Hessen. Die gibt es nicht nur in Marburg, die gibt es in ganz Hessen. Das ist ja ein großer Verbund. Da kann man über die Diakonie, kommt man selbst in Neu-Eichenberg an einen Verbund, der diese Pflegeleistungen erbringt. Man ist aber auf die angewiesen. Und deshalb muss man halt sich auf diese Anbieter begrenzen. Aber es ist nicht so, dass der Notstand ausbricht deswegen. Und dieses Problem haben wir natürlich erkannt. Und es war auch nicht unbedingt der Auslöser, Ihr Antrag, aber nein. Aber wir haben jetzt gemeinsam beschlossen, dass wir diesen Antrag hier einbringen und die Landesregierung bitten, eine Verordnung in entsprechender Weise auf den Weg zu bringen, damit eben der Kreis der Anbieter größer wird und man sich auch auf andere Anbieter als die von Ihnen genannten wenigen künftig einlassen kann und aus diesem größeren Kreis auswählen kann. Aber natürlich auch das, Frau Dr. Sommer, wäre natürlich wichtig, dass hier eine gewisse Professionalität bei diesen Anbietern dann vorherrscht. Ich denke, da wird in der entsprechenden Verordnung der Landesregierung auch darauf geachtet werden. Ich glaube, die Kuh ist vom Eis, und wir brauchen uns gar nicht so viel weiter da reindenken. Ich danke Ihnen, wenn wir das gemeinsam auf den Weg bringen und wenn die Landesregierung dann die Verordnung vorlegt. Ich danke Ihnen. Das Wort hat Herr Kollege Rock für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Man kann es ja jetzt eigentlich nach den beiden Vorreden relativ kurz machen. Es gibt eine einstimmige Meinung, nehme ich an, hier im Hessischen Landtag, dass das Ministerium jetzt etwas tun muss, und zwar das Richtige. Das wir seit langer Zeit wissen, dass es auf den Weg gebracht werden muss. Der Minister hat sich ein bisschen hat eine andere Meinung vertreten als wir an der Stelle. Jetzt ist aber der gesamte Landtag der Meinung,
dass diese Verordnung kommen soll. Ich nehme an, das wird er dann zur Kenntnis nehmen. Und da ja die Regierungskoalition den Antrag gestellt haben und das wahrscheinlich auch vorher in der Koalitionsrunde besprochen worden ist, wo der Minister anwesend war, gehen wir einmal davon aus, dass er das jetzt auch tut. Es ist sehr schade, dass wir uns sozusagen im Hessischen Landtag intensiv darum bemühen müssen, und das hat dankenswerterweise Frau Dr. Sommer und die SPD-Fraktion getan, dass man hier ein Stück weit zum Jagen getragen wird. Mal sehen, wie der Minister begründet, warum es so lange gedauert hat. Das ist vielleicht noch der interessante Teil der Debatte. Wir werden dem SPD-Antrag zustimmen. Eigentlich hätte das die Koalition auch machen können, müssen, sollen. Und darum werden wir nur dem SPD-Antrag zustimmen, weil das genügt ja als Meinungsäußerung und dem der Koalition dann nicht mehr. Nächste Wortmeldung, Frau Kollegin Schott für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als ich den SPD-Antrag gelesen habe. Augenblick, der Kollege Rudolph ist wieder da und er sollte aufmerksam zu uns zuhören. Danke schön. Danke, Herr Präsident. Als ich den SPD-Antrag gelesen habe, habe ich gedacht, na ja, also das kann eigentlich jetzt nur eins ergeben. Die SPD wird den Antrag peinlich berührt zurückziehen müssen, weil sie nicht ordentlich recherchiert hat und weil es selbstverständlich so eine Verordnung gibt. Die andere Variante wäre gewesen, es ist tatsächlich so, wie die SPD es hier niedergeschrieben hat, dann bleibt nur die Regierung, duckt sich peinlich berührt weg, die Regierungsfraktionen schweigen betreten, gehen in sich und erzählen uns hier am heutigen Tag, das sei längst erledigt und die Verordnung auf dem Weg. Dass wir dann aber auch noch dieses peinliche Papier hier heute bekommen, das zeugt von so viel Unsouveränität. Wenn ich schon meine Arbeit nicht ordentlich mache, wenn ich das, was mir die Bundesregierung aufträgt, in anderen Fällen machen wir das dann hier immer per Eilgesetz, nicht umsetze, wenn ich den Menschen da draußen nicht das anbiete, was sie brauchen, weil ich hier irgendwie nicht in die Puschen komme, dann würde ich persönlich ganz einfach peinlich weggucken, sagen, Entschuldigung, haben wir verpennt, machen wir selbstverständlich sofort. Aber wenn man halt unsouverän ist, muss man so etwas machen wie diese Veranstaltung hier. Tut mir furchtbar leid, wir halten es in dem Fall wie die FDP. Wir stimmen dem SPD-Antrag zu, weil der Antrag der Regierungskoalition war entbehrlich. Das Wort hat Frau Abg. Graf-Isselmann für die CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Es freut mich, dass auch die SPD Pflegebedürftige und ihre Angehörige nach wie vor für so wichtig erachten und wir heute darüber reden, denn das Thema ist in der Tat von großer Bedeutung. Aber wo die SPD nur redet, da handelt die Landesregierung. Mir kommt es so vor, als wollte die SPD bewusst ein bisschen Panik verbreiten. Sie wissen, dass eine Verordnung in Arbeit ist und diese auch in absehbarer Zeit herausgegeben wird. Das geht nun nicht so einfach und salopp und schnell, wie man einen Antrag aufschreiben kann. Das muss geprüft werden, wasserdicht sein, Rechtssicherheit muss bestehen. Alles, worüber Sie sich in Ihrem Antrag natürlich etwas weniger Gedanken gemacht haben. Daher würde ich mich freuen, wenn Sie hier heute etwas weniger Hysterie verbreiten würden, sondern gewollt konstruktiv auftreten könnten. Dann nämlich hätten Sie berücksichtigt, dass die Landesverbände der Pflegekassen mit den Kommunalen Spitzenverbänden eine Vereinbarung getroffen haben. Erstens. Eine Vereinbarung, die dafür sorgt, dass auf kommunaler Ebene die Anbieter von niederschwelligen Diensten angezeigt werden. Das nenne ich Transparenz. Damit ist den Leuten geholfen. Zweitens. Die Preise orientieren sich an denen von ehrenamtlich Tätigen. Sie sind also bezahlbar. Drittens. Und das haben Sie offensichtlich auch nicht ganz auf dem Schirm. Es können jederzeit ehrenamtliche Helfer unter fachgerechter Anleitung eine Anerkennung erhalten. Aber es geht auch noch weiter. Pflegebedürftige können den gesetzlichen Entlastungsbeitrag für die zugelassenen Anbieter verwenden. Und die Anbieter können über die Pflegeversicherung gefördert werden. Eine Win-Win-Situation.
Aber davon wollen Sie nichts hören, meine Damen und Herren von der SPD. Lieber reden Sie schlecht, was auf Landesebene geschieht, und verunsichern die Menschen. Hessen ist, was Angebot und Förderung von und für Pflegebedürftige angeht, gut aufgestellt. Derzeit sind in Hessen 324 Anbieter zugelassen. Das ist doch keine Not. Aber ich kann Ihnen versichern, dass wir stetig daran arbeiten, Pflege weiter zu verbessern und auszubauen. Nicht nur die Anzahl der Anbieter, sondern vor allen Dingen auch Qualität und Quantität der Pflege, um pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen ein gutes und würdiges Leben zu ermöglichen. Eins sei Ihnen noch gesagt, die in Rede stehende Verordnung wird dann auch wohl bald kommen. Dann spätestens können Sie Ihre Hysterie zu Ende bringen. Danke schön. Das Wort hat Herr Staatsminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich brauche die Zahl der in Hessen anerkannten Anbieter nicht nur einmal wiederholen, aber für diejenigen, die möglicherweise nicht aufmerksam gewesen sind, 324 Anbieter sind anerkannt. Das Bundesministerium für Gesundheit hat das Kuratorium Deutsche Altershilfe mit einer Studie zur Bestandsaufnahme und den Perspektiven von Unterstützungsleistungen im Alltag beauftragt, in Ausführung des Pflegestärkungsgesetzes. Die Studie ist bisher nicht veröffentlicht. Natürlich, wenn sie veröffentlicht wäre, hätte sich die SPD möglicherweise überlegt, einen solchen Antrag zu stellen. Deswegen sage ich Ihnen, was als Ergebnisse bisher bekannt worden ist. Demnach belegt Hessen bei der Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen im Alltag durch Pflegebedürftige und ihre Angehörigen einen vorderen Platz. Das Gleiche gilt für die Inanspruchnahme der Förderungsmöglichkeiten. Hessen hat hier eine Quote von 70%. Der bundesweite Median, also der Durchschnitt bundesweit, ist 50%. Einen Nachholbedarf haben wir in Hessen an dieser Stelle bisher nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und noch etwas aus dieser Studie. Das Kuratorium Deutsche Altenhilfe, denke relativ unverdächtig, sieht im Rahmen der Bestandsaufnahme die Hauptgründe für Ablehnungen möglicher Anbieter von Unterstützungsleistungen im Alltag bei einer unzureichenden Qualifikation der Leistungserbringer, konzeptionellen Mängeln und Einträgen ins Führungszeugnis. Und wer die aktuelle Diskussion über die Frage von einer kriminellen Machenschaft im Bereich des Ausnutzens von ambulanten Pflegedienstleistungen sieht, muss Verständnis dafür haben, dass Gründlichkeit und Sorgfalt vor Schnelligkeit geht an dieser Stelle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ist es so, dass wir bisher gut aufgestellt sind. Eine Absenkung des Qualifikations- und der Konzeptanforderungen erscheint absolut bedenkliche Einträge in ein Führungszeugnis, in ein absolutes No-Go. Denn letztendlich sind auch diejenigen, die haushaltsnahe Dienstleistungen erbringen, diejenigen, die in unmittelbarem Kontakt mit Pflegebedürftigen stehen. Deswegen müssen wir sehr genau überlegen, an welcher Stelle wir ansetzen. Und das tun wir. Wir sind in den Gesprächen mit den kommunalen Spitzenverbänden, dass diese die Anerkennung derjenigen vornehmen, die für haushaltsnahe Dienstleistungen in Frage kommen. Wir müssen dort unterscheiden zwischen A, denjenigen, die als anerkannte ambulante Pflegedienste auch ambulante haushaltsnahe Dienstleistungen anbieten, B, diejenigen, die gewerblich dieses möglicherweise machen und welche Voraussetzungen sie erfüllen müssen, und C, Einzelpersonen, die das auch anbieten können und welche Voraussetzungen damit einhergehen. Die ersten Aussagen der kommunalen Spitzenverbände, ob sie bereit sind, diese Anforderungen auch entsprechend der pflegebedürftigen Bürger in ihren Kommunen zu übernehmen, lauteten ja, wenn ihr es uns bezahlt. An dieser Stelle sind wir in den entsprechenden Verhandlungen der Umsetzung eines Bundesgesetzes. Und Verhandlungen über Konnexität und über die Fragestellung, wer bezahlt, entsprechende sorgfältige Prüfungen, glaube ich, brauche ich in diesem Landtag nicht eine deutliche Ausführung zu machen. Hier wäre eine sehr intensive Einflussnahme auch über diejenigen, die diese Möglichkeiten haben, auf ihre Landräte und Oberbürgermeister sicherlich sehr hilfreich. Denn an der Stelle sollten den Worten auch Taten folgen, denn die Pflegebedürftigen, die haushaltsnahe Dienstleistungen brauchen, leben in Landkreisen und in kreisfreien Städten. An der Stelle wäre es sehr hilfreich,
wenn man dort entsprechende Einflussnahmen tätigen würde. Ja, die Verordnung ist in Arbeit. Es ist auch nie infrage gestellt worden. Es ist ja häufig so, dass Frau Dr. Sommer in einer sehr netten Art und Weise sehr unpräzise Anträge begründet. So hat sie zum Ausdruck gebracht, ich hätte gesagt, wir bräuchten keine entsprechende Verordnung. Ich zitiere aus dem Protokoll des Hessischen Landtages vom 9.06.2016, in dem ich darlege, dass das Ministerium momentan die gemäß § 75b SGB 11 bestehende Möglichkeit, eine Rechtsverordnung zur Anerkennung niedrigschwelliger Betreuungs- und Entlastungsangebote zu erlassen, prüfe. Es sei an eine Übergangsregelung zu erinnern, die im Juli des vorangegangenen Jahres, das war dann 2015, erlassen worden ist. Insofern erstens, den Zugang zu den niederschwelligen Entlastungsleistungen gibt es in Hessen. Zweitens, wir liegen im Bundesdurchschnitt in der Inanspruchnahme deutlich über den anderen Ländern in einem vorderen Feld. Drittens, eine Verordnung kommt an dieser Stelle im Interesse der Pflegebedürftigen, geht Sorgfalt vor Schnelligkeit. Das Wort hat Frau Dr. Sommer. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Grüttner, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin ja froh, dass Sie sagen, dass die Rechtsverordnung kommt. Ich möchte noch einmal klarstellen, und das hat Kollegin Schott auch gemacht, die Rechtsverordnung ist Regierungshandeln. Sie haben natürlich recht, dass man sorgfältig prüfen muss, dass die Qualität stimmen muss, etc. etc. Da stimmen wir Ihnen zu. Und ich stimme Ihnen auch zu, dass wir schon Angebote haben. Aber wenn Sie in den Pflegestützpunkten nachfragen, wenn Sie einmal bei den Betroffenen nachfragen, dann bekommen Sie eben mit, dass genau diese Entlastungsleistungen eben doch nicht vorhanden sind und dass diese Gelder beispielsweise für Fahrdienste zur Tagespflege ausgegeben werden und eben nicht für das, was originär unter Entlastungsleistungen im Gesetz festgeschrieben dürfen. Natürlich dürfen Sie es sich aussuchen, aber manche benötigen die Entlastung und nehmen aus Verzweiflung die Gelder, damit sie nicht verfallen, für andere Möglichkeiten und schöpfen sie dann aus. Ich möchte einfach noch einmal sagen, dass diese Anpassung eine bundesrechtliche Regelung ist bzw. bedeutet, und das nach 2,5 Jahren. Und wir eigentlich hier im Landtag bzw. im Parlament über so etwas gar nicht beraten müssten, wenn Sie Ihre Hausaufgaben machen würden. Uns geht es ein Stück weit auch darum, eine Unterscheidung zu treffen zwischen Betreuungs- und Entlastungsleistung. Sie haben es schon genannt, Ehrenamtliche können das machen, Frau Klaff-Isselmann. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir eine Verordnung haben und dass wir dann in der Rahmenvereinbarung alles Weitere klären können, damit genau diese Qualität, all das, wo wir gemeinsam übereinstimmen, tatsächlich auch umgesetzt werden kann und was dann den Menschen hier vor Ort zugutekommt. Herzlichen Dank. Damit ist die Redeliste erschöpft. Wir kommen zur Überweisung an den SIA. Herr Kollege Rudolph. Eine Überweisung macht wenig Sinn. Entweder man will die Verordnung oder will sie nicht. Deswegen bitten wir über den Top 13 unseren Antrag sofort abzustimmen. Dem werde ich Folge leisten. Wer dafür ist, dass der Punkt 13 angenommen wird, dann bitte ich das Handzeichen. Das ist die SPD und die Linke und die FDP. Wer ist dagegen? Das ist die CDU und die Grünen. Damit ist dieser Antrag mit Mehrheit abgelehnt. Der dringliche Antrag 65 soll den Ausschuss auch. Ja. Ich muss allerdings formal auch fragen. Ich kann Ihnen die Antwort selbst geben. Okay. Wer dafür ist, dass Punkt 65 angenommen wird, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die CDU und die Partei die Grünen. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen von SPD, Linken und FDP. Damit stelle ich fest, bei keiner Enthaltung, dass der Antrag angenommen worden ist.